Und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Anna, der Extended Edition. Ja, ich muss kurz überlegen, was wir in der letzten Folge alles gemacht haben. Wir hatten jetzt, glaube ich, nicht so viel geschafft. Wir hatten die Maske der Gottheit gefunden und hatten sie vom Kopf abgelöst, soweit ich das noch richtig weiß. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen mehr Energie bekommen. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, ja, ein bisschen mehr hatten wir bekommen. Aber nicht so viel, das wurde uns dann, glaube ich, wieder einmal abgezogen und ja, wir dürfen jetzt auch die Puppe noch zweimal sehen, dann sind wir gleich tot und ja, das Spiel wäre dann vor zu Ende. Und mit jedem Spielneustart ist unsere Energie halt auf dem Stand, wo wir jetzt anfangen. Das heißt, also, ja, wir müssen halt tierisch aufpassen und gucken, dass sich die Energie wieder füllt. So, okay, ja, ich möchte jetzt erstmal gucken, was ich jetzt alles noch so im Inventar habe. Okay. Mörser, Eisenstange, Kinderhaube, ne? Schaufel, Asche, das. Die olle Maske. Ah! Die Weste hat sich mit der Maske verbunden. Okay. Als ob sie sich gegenseitig angezogen hätten. Okay, gut, das wusste ich jetzt nicht, dass das geht, aber okay. Wir haben jetzt also die Trauerkleidung mit der Maske, den Krug, den Brief und den zweiten Zimmerschlüssel. Ja. Okay. Ich glaube aber, uns fehlt noch etwas. Mir wurde nämlich gesagt, dass wir, ich glaube, war es in der Werkstatt? Nee, ich glaube, das war nicht in der Werkstatt, das war in diesem anderen Raum, der erst so dunkel war und voller Nebel und so war, dass wir da etwas übersehen hätten, was wir mitnehmen können. Ja, deswegen werde ich jetzt auch nochmal den Weg nach unten suchen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, toll, blöde Kuh. Ach Mann, ich habe doch nur ihre Füße angeguckt. Ach Mann. Die olle Kuh. Was muss die auch überall sein? Wo war unsere Tür? Hier ist unsere Tür. Unsere Falltür. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Mist. Ja. Und, ja. Die sind hier gerade einfach irgendwie von der Rückwand runtergeplumpst. Keine Ahnung. Okay, ja. Hier in diesem Raum müssten wir etwas übersehen haben. Was? Ach ja, die hat bestimmt gesagt. Ich traue mich hier gar nicht weiter umzugucken, weil jetzt überall die Alte stehen könnte. Mann! So, ja. Oh Gott. Was haben wir hier übersehen? Was haben wir übersehen? Das kann ich auch nicht anklicken. Warum steht diese Kerze hier? Die muss doch runter, weshalb die hier steht. Hier ist noch ein Döschen. Ein Karren. Ja, die Hände im Boden. Schön. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ach, hier war ja die Eisenstange drin. Warum diese Kerze hier steht, weiß ich auch noch nicht so genau. Ein verrammeltes, verriegeltes Fenster. Diese dicken Frauenpuppen. Keine Ahnung, was wir hier übersehen haben. Was passiert jetzt? Was war das denn? Das klang leicht pervers. Okay, ja, schön, toll. Nee, hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Ich fühle mich hier in diesem Ort nicht wohl.
Was? Die Öllampe ist runtergefallen. Meine alte Lampe. Sieht nicht sehr mitgenommen aus, aber ohne Öl kann ich sie nicht anzünden. Ja, die will ich auch gar nicht anzünden. Die liegt da nur auf dem Boden. Bist du bekloppt? Willst du das Haus abfackeln? Keine Ahnung. Oh Gott. Ich gehe mal rüber in die Werkstatt. In der Hoffnung, dass ich da noch irgendwas finde. Ja, und wir kommen hier rein und haben erstmal den... Nein. Nein. Ja, toll. Toll. Danke. Danke, du blöde, olle, hässliche Scheißkuh. Ich hasse dich. Mann. Toll. Blöde, blöde, blöde Scheißkuh. Autsch, mein Kopf. Oh, alles rot hier draußen. Ich hasse die, Alter. Ich hasse sie. Was? Ich habe das Bewusstsein verloren. Dann muss mich jemand rausgeschleppt haben. Ja, mir doch egal. Mann! Oh, dass die alte Kuh immer da sein muss, wo wir sind. Ich will diesen Ort in meinem ganzen Leben nie mehr wiedersehen. Ja, ich eigentlich auch nicht. Oh, ich will diese blöde Scheißkuh nicht mehr wiedersehen. Das gibt's doch nicht. Lebe wohl, Anna, wer auch immer du sein magst. Wenn es diese Holzpuppe ist, dann hole ich die Axt raus und zerhack das Ding. Wenn ich der Typ wäre, ich hätte das schon lange getan. Der hat doch eine Axt dabei. Was ist der doof? Oh, Mann. Oh, das ist doch... Mann. Okay. Ahnung gefunden, 13 von 33. Notizen gefunden, 19 von 22. Oh, ich brauche nur drei Notizen. Okay. Bücher gelesen, 12 von 16. Ereignisse miterlebt, 11 von 16. Ende. Zugang verweigert. Enden freigeschaltet, 2 von 8. Yay. Gesamt 60%. Der Weg des Schuhmachers, 1 von 5. Zum Fortfahren klicken. Ja, toll. Leck mich am Arsch. Ach, das gibt's doch nicht. Warum muss die blöde Kuh denn genau da auftauchen, wo wir reingehen? Die konnte ich ja bloß sehen. Scheiße. Unser Spielchen hier wird langsam echt schwierig. Mit nur noch zweimal hingucken können und dann totgehen, das ist echt schwierig, da durchs Spiel zu kommen. Ich kann euch die ganze Zeit echt nur auf den Boden gucken. Ich muss mich doch mal irgendwann ein bisschen orientieren. Und sobald ich mal hochgucke, ist die alte schon da. Das gibt's doch nicht. Oh, egal. Wir suchen uns jetzt trotzdem den Weg in die Werkstatt und... Ja, das muss jetzt einfach so klappen hier, weil... Ja, ach, sehr ruhig. Wenn du mit mir sprichst, dann sprich bitte ordentlich. Und vor allem Deutsch. Und nimm die Zähne auseinander, Mädel. Ganz ehrlich. Bah, bin ich pissig. Das gibt's doch nicht. Diese blöde Scheißkuh. Die muss natürlich genau da jetzt stehen, wenn ich die Tür aufruppe, muss sie natürlich da an dieser blöden Wand stehen. Ach, Mann. Aber gut, teilweise reagiert dieses System ja sogar auf sie, wenn wir sie gar nicht sehen. Also wenn sie, keine Ahnung, wenn die irgendwie um die Ecke steht oder irgendwie hinter einem Schrank und wir gucken müssen in die Richtung, dann gibt das ja auch schon als gesehen, natürlich. Pff, gibt's doch nicht, ey. So, wenn die jetzt wieder hier steht, dann kriege ich eine Macke. Danke. Danke, sehr freundlich und Lichtback. Licht. Nee! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die alte steht jetzt plötzlich an der Wand. Die stand erst noch nicht da und jetzt steht die dritte. Ich glaube, es hackt. Was denkt die eigentlich, wer die ist? Hallo, Kumpel. Ja, genau. Und jetzt wird uns erst Energie abgezogen. Ich hasse das Spiel. Ich mach's aus. Und dieser Lichtbug nervt und... Wow. Ja, okay. Jetzt darf ich... Okay, ich guck mal so an die Decke oder so. Keine Ahnung. Mann! Leck mich am Arsch. Das gibt's doch nicht. Toll. Ich darf jetzt bloß noch rückwärts gehen und hoffen, dass die Alte jetzt nicht mehr steht. Nein, ich glaube, sie steht nicht. Nein, die ist weg. Wir können uns in diesem Raum nicht mehr bewegen, ohne dass wir die krassesten Lichtbugs überhaupt haben. Deshalb gehe ich jetzt auch hier auch wieder raus. Nach der Öffnung zu poltern. Das gibt's doch nicht, da stand die Alte schon wieder dort. Obwohl ich erst gerade ausgeguckt habe und da stand sie nicht da. Und ich gucke auf den Boden, gucke wieder hoch und dann steht sie da. Das ist doch... Die Alte will mich verarschen, ey. Ganz ehrlich, die will mich verarschen. Und ich... Hänge fest. Hallo? Jetzt. So. Toll. Eine alte Wasserstrahlsäge. Ja, schön.
Man merkt, ich bin langsam leicht pissig, weil jetzt dürfen wir bloß noch einmal sehen und dann sind wir schon wieder tot. Aber immerhin wissen wir, dass jetzt auch in diesem Raum nichts ist. Oh ja, das ist ja schon mal was. So, ja, die alte Wasserstreitsäge, mir noch egal. Hier nicht ein altes Tuch oder sowas? Haben wir das schon genommen gehabt? Ich glaube, das hatten wir irgendwann zwischenzeitlich genommen gehabt, oder? Boah, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hm. Wollen wir mal hier reingucken, aber da ist wirklich nichts mehr drin sein. Nö, da ist nichts drin. Bleib offen. Ja, hier hält wieder zu, ist mir doch egal. Können wir denn... Ich will nicht gucken, kannst du picken. Nein, ich will nicht gucken. Wenn ich jetzt da gucken, hier sind wir tot. Bleib hier stehen. Hübsche Wand. Viele Augen. Das hat aufgehört zu quietschen. Okay. Ja, wir können irgendwas noch mit der Wasserpfütze machen. Keine Ahnung, was wir noch mit der machen können. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie nach einem Wolken gekugelt. Ja, ist ja schön für sie. Können wir irgendwas mit der machen? Irgendwas können wir mit der machen. Aber was? Können wir noch unsere Wasserflasche füllen? Die ist ja bestimmt leer, oder? Nee, sie ist voll. Wollen wir Umweltverschmutzer sein? Pflanzenöl, das könnte mir nützlich sein. Nee, das würde ich doch jetzt gar nicht wissen. Ach, Mann. Achso, wir können das ja auch was angucken. Toll. Der Mörser, eine Eisenstange, die Kinderhaube, die Kaminschaufel, diese blöden Tafeln hier. Die prähistorische Venus, die olle Asche hier, die blöden Masken, die blöden Tafeln und... Ja, toll. Der olle Schlüssel, der olle Brief, die olle Kanne, alles oll hier. Mann! Warte mal, ach so. Ach ja, stimmt, wir sind ja tot gegangen. Ich wollte gerade sagen, warum ist das gar nicht mehr ein Kombi, aber jetzt. Jetzt ist das ein Kombi. Okay, schön. Als ob sie sich hier sehr angezogen hätten. Ja, das kennen wir ja jetzt. Okay, wir haben noch nichts, womit wir diese Wasserpfütze mal arbeiten könnten. Hier gucken Hände raus. Jetzt hier drinnen zwei Stück. Was knallt denn hier so? Ah, okay, das ist ein Bug. Zwei Stück. Hilfe. Ich guck nach unten. Ich guck nach unten. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich kämpfe dich dadurch. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Du bist nicht hier. Drei, vier, fünf. Wir haben auch fünf Tafeln dabei, oder? Warum habe ich die Tafeln, die wir jetzt im Inventar haben, noch nicht hier reingelegt, oder? Wir haben doch fünf Tafeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. So, da sind ja aber Zeichen drauf. Ein Auge, ein Kreis. Irgendwie eine Sonne, noch ein... Die sind ja alle unterschiedlich. Ja, keine Ahnung. Wir versuchen es trotzdem einfach mal. Hallo? Hier stehe ich nicht. Vielleicht stehe ich nah genug dran, oder? Hallo? Hand? Guten Tag? Achso, wir können hier gar nicht... Ach, wir können hier gar nicht anwählen. Okay, ja, nee, dann nicht. Dann gehe ich jetzt einfach wieder nach oben. Ich werde jetzt erst versuchen, diese blöde Puppe mit dem Gewand auf den Stuhl zu setzen. Hallo? Falltür? Hier drüben. Ja, genau, hier. Eine Falltür in der Decke, ja. Wind. Pfeifender Wind. Ja. Nee. Ich kann jetzt nicht genug, was wird passieren. Ja. Stimmt, das war kein Pfeifen, das war irgendwas anderes. Das war gruselig. Toll. Und immer wenn hier irgendwas passiert, können wir natürlich nicht weggehen. Das ist ja schön. Das ist ja wunderbar. Das müssen wir auch noch aushalten. Ich meine, klar, warum soll ich denn hoch auf den Dachboden fliehen, wenn gerade irgendwas Spannendes unten passiert? Ja, ergibt Sinn. Ergibt total viel Sinn. So. Stuhl, da bist du. Stuhl. Stuhl, 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 Stuhl. Hallo, Stuhl. Okay.
Morgen wird das Wetter cool und übermorgen Stuhl. Was Stuhl? Wieso Stuhl? Ja, Mann, das reimt sich auf cool. So. Oh Gott, Kinderschreie und rotes Licht. Trauerkleid mit Maske. Gruselige Stimmen. Ich will speichern. Ich werde doch gleich. Ja, genau. Das mache ich jetzt. Ich speichere mal kurz zwischendurch ab. Das mache ich jetzt einfach mal so. Speichern. Ja, will ich wirklich. Ja, ich will das jetzt überschreiben. Ja, okay. Oh Gott. Man hört selbst hier in den Speichermenü diese Musik. Ein Stuhl. Trauerkleid und Maske. Was? Nee. Nö. Ach du Scheiße, die guckt uns nach. Ich hasse das. Oh Gott. Okay, oh Gott. Ja. Die blöde Maske, die guckt uns an. Ja, auch eine jetzt ist es eine glänzende Güte. Ach ja, du kratzt wieder rum. Da fehlt immer noch was, um sie aufleben zu lassen. Ja, okay, da wir aber nur das Augensymbol haben, gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt so nichts machen können. Ich finde diese alten... Was war das denn? Bin gerade... Nee! Ich glaube, ich muss erstmal gleich mein Mikrofon muten, um einmal kräftig drauf loszuschreien, mich zu übergeben, zu kotzen, zu heulen, zu... ja, genau. Tief durchatmen. Ich bin ein Gänseblümchen. Ich bin ein Gänseblümchen. Ich bin ein Gänseblümchen. La 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 la. Tja. Ja. Ach, Mann, was freue ich mich. Toll. Ja, geil. Schön. Leck mich doch fett am Arsch, das gibt's doch nicht. Okay, einmal probiere ich es noch und dann mache ich erstmal wieder eine Folgenpause, wo wir nicht wirklich was geschafft haben, außer dass wir ständig tot gehen und nur die ganze Zeit rumgucken und die Alte plötzlich. Also wieder spawnt die genau vor uns und die spawnt genau hinter uns. Aber ist die denn bekloppt? Ich hasse sie. Toll. Jetzt müssen wir noch einmal tot gehen. Also noch einmal sie sehen. Mann! Leck mich doch am Arsch, ey. Blöde, hässliche, scheiß Mistkuh. Ich hol die Axt raus und zerhack die, ey. Ganz ehrlich. Sollen der Käse. Oh, toll. Nö. War hier noch irgendwas drin? Nö. Ich trau mich hier gar nicht, irgendwas anzugucken. Weil man genau weiß, die Alte kann hier um jede Ecke stehen. Die Schuhe, das hatte ich mir angeguckt, dann wurde ich plötzlich geschoben und dann stand die Alte hinter mir. So, toll, wir sind jetzt wieder hier. Ach, Mann. Ich
kriege ich langsam die Krise. Die Alte nervt uns. Ich komme schon wieder nicht weiter. Das ist gerade alles irgendwie ein bisschen doof. Lach nicht so dämlich, du blöde Scheißkuh. Er steckt in der Wand fest. Ja, toll. Ich habe aber immer noch nichts, oder? Womit ich das rauskriege, oder? Habe ich? Habe ich nicht? Nö, das blöde Messer da, das hat man hier unten gelassen. Und den Rest hat man hier schon alles ausprobiert und es ging nicht ab. Kannst du dich nochmal mit Gewalt probieren? Wir nehmen einfach die Axt und hacken diese Dinger hier ab. Komm. Nö, ach, warum denn auch? Mann! Okay, die Tür. Achso, nein, das ist wieder die falsche Tür. Nein, nein, will ich nicht, nein. Blöde, hässliche Scheißkuh. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich, ich hasse dich. Nein, 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 nein. Mensch, ich bleib hier überall hängen, weil ich nicht mehr ordentlich nach vorne gucken kann. Weil ich wirklich jeden Moment damit rechnen muss, dass die Alte hier wieder kommt und uns wegschnappt. Und ja, sind wir halt tot. Hier lang muss ich. Da lang, da lang. Hier durch. Da durch. Mensch. Das Spiel macht auf Dauer echt aggressiv. So, genau. Tür zu den Wohnräumen. Muss man es merken. Da, wo der kaputte Stuhl davor liegt, das ist die richtige Tür. So. Okay. Hallo Kleiderpuppe. Hallo verschlossener Kleiderschrank. Der Schrank ist mit Ketten verschlossen. Es gibt keinen Weg, wie ich ihn aufbekommen könnte. Nicht einmal mit einer Axt. Mhm. Ja, toll. Mehr drin. Die soll aufhören, das Baby so schreien zu lassen, ey. Mal ganz ehrlich. Was soll denn das? Gruselig. Auch nix. Yippie, yippie, yeah. Ach, Mann. Tür an Mauer. Das ist abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Ja, den hab ich aber noch nicht. Was ist das denn? Hä? Ach, das war schon gerade das Bett, was ich anwählen konnte. Soll ich einfach mal den Schlüssel hier ausprobieren? Den wir schon haben? Naja. Wenn es nicht funktionieren kann, es ja nicht. Nö. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Das ist unser Bett. Oh, halt, hier ist was. Was ist hier? Beute mit Samen. Okay, den haben wir das letzte Mal komplett übersehen. Weil der ist ja auch so klein und unscheinbar. Okay, Beutel mit Samen. Moment. Ja. Tja. Was könnten wir jetzt noch machen? Ah, mein Ohr
gut, okay. Oh, hier sind ja blutige Handtaschen, sehe ich gerade. War ich schon das letzte Mal da? Wahrscheinlich schon, ich hab's bloß übersehen. Oh, ich traue mich gar nicht nach da. Nee. Nein. Ich glaube, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Oder auch nicht. Boah, Gott sei Dank. Oh, die Alte stand nämlich schon wieder da. Das gibt es nicht. Puh. Puh, puh, puh. So. Ja, toll. Das machen wir jetzt auch mit dem Pflanzendünger. Lach nicht so scheiße. Hallo, du blöde Scheißmaske. Mir würde was einfallen. Ich bin mir aber nicht sicher. Was? Ach so, verrottete Bretter. Ja, toll, die können wir auch bloß aufheben. Irgendwie wird nichts mehr sein. Hallo. Ach, keine Ahnung. Da lang wollte ich. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert, was ich denke. Das klappt tatsächlich. Ui. Aua! Da lag ein Brett auf uns. Schwebende Bretter. Geil. Okay. Baum. Achso, Baum in der Pfütze. Schnell wachsende Samen. Sehr schnell. Ja, eindeutig. Moment. Hat der Baum irgendwie seine eigene Lichtquelle oder was wandert hier für ein rotes Licht durch den Raum? Ich habe keine Ahnung, woher dieses rote umherwandelnde Licht kommt. Ist mir auch egal. Ach du Scheiße. Nee. Nee. Ach so, na genau. Ja. Nee, ist mir auch egal, weil ich mache jetzt erstmal wieder eine Folgenpause. Wir haben zwar wieder nicht viel geschafft, aber immer ein bisschen. Wir kommen so kleines Stückchen voran und. Ach, also dieses Spiel ist echt so voller Rätsel, dass es so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal gesehen, aber echt, dass es dann wirklich so schwierig wird, das. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht bin ich auch einfach bloß so doof. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, das war wieder meine Folge von Anna. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und ihr seid auch trotzdem wieder in der nächsten Folge mit dabei. Also dann, bye bye!